Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Stars und Stories. Das ist Schlumpf Natalie und ich bin Schlumpf Aaron. Oh, ja. Guck mal, beide blau. Oh, wir brauchen so Mützen. Nein. Shirin David war shoppen und das bei einer sehr bekannten großen Marke. Deswegen war es auch nicht so preiswert. Und wenn man am Ende so ein bisschen zusammenzählt, was sie da so alles sich angeguckt hat, dann ist sie am Ende bei nur knappen 6.000 Euro. Allein die eine Tasche hat 4.500 Euro gekostet. Hey, dafür musste sich keine Tasche zum Tragen kaufen für 10 Cent. Am Ende hat sie also gespart. Man sagt ja schon, ich bin mit dem Geschmack komisch. Das kann ich an Shirin jetzt auch zurückgeben. Am Wochenende hat die Sonne geschienen und viele haben das Wetter genutzt. Ich war im Tierpark. Ich bin einmal durch den Tierpark gelaufen. Ich war danach so kirrig, ich bin Sonntag um 20 Uhr schlafen gegangen. Das wollte eigentlich keiner wissen. Demi Rose ist auch spazieren gegangen und die kennt man ja für ihre besonders freizügigen Looks. Und so sieht natürlich auch ein Spaziergang bei ihr aus. Dagi und Eugen haben Urlaub gemacht und man denkt so, ja, machen die eigentlich alle 14 Tage? Aber das war ein besonderer, weil sie haben jemanden mitgenommen. Nelio, ihren 6 Wochen alten Sohn. Das war der erste gemeinsame Familienurlaub. Ich finde süß, Kinder in Panda-Dingern, weißt du, in so diesen Panda-Outfits, immer cool. Oder Teddy, ist auch süß. Teddy und Panda ist fast das gleiche, Bär. Einigen wir uns auf Bär, ist immer süß und der Urlaub ist auch sehr süß. Alisa Schmidt, die schönste Leichtathletin Deutschlands oder vielleicht sogar weltweit, hat jetzt Kinderfotos in ihrer Instagram-Story geteilt. Richtig niedlich und sie war nicht immer blond. So ein Kinderbuch gefunden, was meine Eltern mir mal geschenkt hatten. So süß. Wusstet ihr, dass ich früher übrigens schwarze Haare hatte als Kind? Die sind dann irgendwann erst blond geworden. Model Winnie Harlow hat es krachen lassen. Party mit viel Geld, viel Alkohol, vielen Freunden. Es klingt nach Las Vegas, war es aber nicht. Es war Atlanta. Sie hat sehr gefeiert und es scheint das neue Las Vegas zu werden. Habe ich was verpasst? Einfach guckt die Party an, die war fett. Und auch wenn die in Marzahn wäre, wären wir alle gern dabei gewesen. Kommen wir zum Highlight auf Netflix aktuell, der Tinder-Schwindler. Ich habe es gesehen, das war so ein bisschen für mich wie Jerks gucken. Man hat sich so die, nein, das macht die nicht. So nach so und so viel 1000 Euro Schulden, klar, nehme ich noch einen Kredit für dich. Und oh, das ist der Hammer. Ich kann es euch empfehlen. Bachelor-Kandidatin Hannah hat sich jetzt gemeldet. Die hat den nämlich bei Tinder auch geswiped und hat mit ihm Kontakt gehabt. Und hat sie jetzt auch ganz viele Schulden? Nein, sie ist vorher ausgeschieden. Weil dann fing er auf einmal an, mir übertrieben viele Komplimente zu machen. Also wirklich übertrieben. Und hat halt dann super tiefe Sachen erzählt. Zum Beispiel, dass er eben dann wirklich im Gefängnis war und dass er gesucht wird in einigen Ländern, dass er Angst hat, weil er verfolgt wird, dass er sogar mal entführt worden ist. Und hat dann auch irgendwann angefangen, seine Hand auf meinen Oberschenkel und so weiter zu legen. Und dann dachte mir so, boah, nee, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Wie Hannah herausgefunden hat, dass sie scheinbar mit dem Simon auch Kontakt hatte. Oder einer seiner anderen 3 Millionen Namen. Ob sich ihr Verhalten in Bezug auf Dating verändert hat und ob sich vielleicht auch andere Frauen bei ihr gemeldet haben, die vielleicht auch Kontakt mit Simon hatten, das hat sie uns erzählt. Leute, könnt ihr mir 30.000 Euro leihen? Meine Feinde sind hinter mir her. Also das allererste Mal habe ich es rausgefunden 2019. Da war ich nämlich gerade im Hospiz mit meiner Oma. Meine Oma guckt immer so nachmittags Fernsehmagazin. Und da kam 2019 das erste Mal der Beitrag über ihn. Und ich konnte das natürlich überhaupt nicht glauben. Und habe ich natürlich auch so ein bisschen bloßgestellt gefühlt, dass ich halt auf so einen Typen reingefallen bin. Und jetzt ein zweites Mal rausgefunden, dass es diese Doku gibt oder diesen Film von Netflix, habe ich vor einer Woche am Samstag, weil wir gemeinsam im Kollektiv in so einer größeren Mädelsgruppe über unsere krassesten Tinder-Erlebnisse gesprochen haben. Und da fragt das Mädchen bei der Linken mich natürlich, okay Hannah, was war deine krasseste Tinder-Geschichte? Und ich packe die aus und erzähle eben von dem Tinder-Schwindler. Und die konnte es überhaupt nicht glauben, war so, hä, wie hieß denn der Typ? Und ich so, ich glaube, der hieß Simon Leviev. Und sie so, Alter, krass, heftig, das ist der Tinder-Schwindler und aktuell die Doku, die auf Netflix läuft. Und dann wollten die Mädels natürlich die Screenshots sehen und die habe ich natürlich dann sofort gezeigt. Und ja, so habe ich jetzt erstmal wieder rausgefunden, dass das wirklich der Tinder-Schwindler auf Netflix war. Ja, ich bin natürlich noch vorsichtiger geworden und achte wirklich drauf, wen ich treffe, wo ich die Menschen treffe und ja, guck eher zweimal oder hör zweimal hin, was die Leute mir erzählen. Also mir hat persönlich niemand geschrieben. Ich habe aber auf TikTok und auf Instagram einige Mädels gesehen, die dazu auch Beiträge gepostet haben. Ich habe gestern von Natalie nicht zum Valentinstag gekriegt. Buh. Hast du mir was geschenkt? Guck mal bei WhatsApp die Bilder an. Gucken wir uns lieber an, wer in Hollywood noch zu haben ist, damit ich vielleicht den Partner schlecht finde und du die Partnerin schlecht finde. Ich würde nicht mal jemanden mit einer Kneifzange nehmen, aber ich bin offen für alles.
Man glaubt es kaum, aber diese drei Hotties sind noch zu haben. Der 40-jährige Chris Evans ist und war noch nie verheiratet. Dabei würde er das gerne. Was eine zukünftige allerdings auf jeden Fall mögen sollte, sind Hunde. Langzeit-Single Zac Efron hatte zwar immer wieder Freundinnen, aber eigentlich konnte man sich eh nie eine andere als Highschool-Musical-Freundin Vanessa Hudgens an seiner Seite vorstellen. Bradley Cooper, der Sexiest Man Alive im Jahr 2011, ist nach der Trennung von Irina Shayk auch wieder zu haben. Ebenfalls glückliche Single sind die Schauspielerin Jennifer Aniston, Drew Barrymore und Sängerin Selena Gomez. Während Jennifer Aniston und Drew Barrymore schon zwei- bzw. dreimal verheiratet waren, hat es bei Sängerin Selena Gomez noch nicht für eine Hochzeit gereicht. Zu ihren Ex-Freunden zählen Justin Bieber, Nick Jonas und The Weeknd. Aktuell gibt es Gerüchte, dass sie dem Junggesellen Chris Evans näher kommt. Offiziell bestätigt wurde allerdings noch nichts. Das mit der Tierliebe würde ja zumindest schon mal passen. Wir machen jetzt ein Traumpaar-Quiz, die zusammengekommen sind, aber leider wieder getrennt sind. Sie haben vier Kinder. North, Saint, Chicago und Psalm. 2014 geheiratet, es sind Kim Kardashian und Kanye West. Ja, hat wohl nicht so gut geklappt. Für vier Kinder Unterhalt. Uiuiuiui. Ist dem egal, hat er jetzt verdient. Im Februar letzten Jahres reichte Kim die Scheidung ein. Sie sagt, sie wolle sich endlich selbst glücklich machen. Seit November ist sie jetzt mit Comedian Pete Davidson zusammen. Rapper Kanye scheint die Trennung nicht ganz so gut wegzustecken. In den letzten Wochen datete er immer wieder Schauspielerin Julia Fox, kleidete und stylte sie im Look von Kim ein. Außerdem wurde er mit Chani Jones gesehen, die nun wirklich als Double von Kim durchgehen könnte. Wer das schon strange findet, der muss sich seinen Instagram-Account angucken. Hier bittet er unter anderem Gott um Hilfe, damit seine Familie wieder zusammenkommt. Zwischenzeitlich wurde vermutet, dass sein Account gehackt wurde, weshalb er ein Beweisfoto postete, das dem nicht so ist. Mit seinen Postings schaffte er es jetzt sogar, dass er bei Twitter über dem Super Bowl trendete. 2014 gewann Stefanie Giesinger die 9. Staffel. Wir haben jetzt die 17., oder? Ja. Boah, bin ich alt. Ja. Heute ist sie erfolgreiches Model und Influencerin und nutzt ihre Reichweite sinnvoll. Auf den ersten Blick will uns das Model ihr neuestes Accessoire, kleine Glitzersteine, auf den Zähnen zeigen. Steffi geht's aber auch um einige vermeintliche Makel. Damenbart, Nasenhaare, herausgewachsene Nägel und Monobraue. Außerdem schreibt sie dazu, das Mädchen, das dafür in der Schule gemobbt wurde. Somit hat sich Steffi zu Schulzeiten offenbar einiges dafür anhören müssen. Die 25-Jährige will ihrer Community zum einen zeigen, wie normal das alles ist und zum anderen auch Support ausdrücken. An meine Süßen mit mehr Körper- und Gesichtsbehaarung, ihr seid schön. Lasst euch nichts anderes einreden. So, das war es auch schon wieder. Gerne eure Meinung, wenn es im Kommentarfeld geht, einfach mal da reinballern. Wir sehen uns nächste Woche. Und schreibt mal Schlümpfe. Du bist Schlumpfine. Ja, und Papa Schlumpf. Oder der Dicke, der immer isst. Wahrscheinlich.